Schlenzbad. Schlenzbad ist ein Überhitzungsbad, ein Überwärmungsbad, ist ein Vollbad. Schlenzbad wurde eingeführt und entwickelt von einer Hebamme namens Schlenz. Maria Schlenz lebte von 1881 bis 1946. Sie war eine Heilpraktikerin und Hebamme in Österreich, genauer gesagt in Innsbruck. Und sie empfahl die Behandlung mit Überwärmungsbädern und auch mit heißen Packungen. Schlenz war überzeugt, dass Fiebererzeugung, künstliches Fieber, hilfreich sein kann bei einer Reihe von Erkrankungen. Und so nutzte sie zum Beispiel 1920 bei einer Hirnhautentzündung die Behandlung mit einem Überwärmungsbad mit einem bei ihrem Sohn. Sie hatte einen erkrankten Sohn mit Hirnhautentzündung. Die Schulmediziner hatten ihn aufgegeben und sie machte dann ein Überwärmungsbad. Und so entwickelte sie diese Behandlung weiter aus. Und sie ergänzte dann auch das Überwärmungsbad mit Massage, mit Gymnastik, mit Diät, mit heißen Packungen und mit Heilerde. Und sie schrieb ein Buch, So heilt man unheilbar scheinende Erkrankungen. Das erschien 1931. Sie wurde zunächst als Kurpfuscherin angezeigt. Man dachte nämlich, dass sie eben als Ärztin tätig war und man darf ja nur als Arzt heilen. Aber dann konnte sie nachweisen, dass sie nur unentgeltlich behandelt hat und unentgeltlich darf man das eben machen. Nur die gewerbliche Heilkunst ist Ärzten vorbehalten, beziehungsweise in Deutschland ist nur die gewerbliche, also gegen Geld erfolgende Heilkunde strafbar, wenn man nicht Arzt oder Heilpraktiker ist. Es gab dann auch einen Krebsarzt namens Dr. Zabel und er überprüfte das Überwärmungsarzt und er konnte feststellen, dass Überwärmungsbäder eine gute Wirkung haben, zum Beispiel bei Schmerzen. Und so gibt es auch inzwischen einige Anwendungen des Überwärmungsbades. Das Schlenzbad ist jetzt ein spezielles Überwärmungsbad. Man erhitzt das Wasser innerhalb von 20 bis 40 Minuten von 38 Grad auf 41 bis 43 Grad. Die Wanne wird abgedeckt, nur der Kopf des Patienten schaut heraus. Dabei gibt es eine Badedauer bis zu 2 Stunden. Die Körpertemperatur steigt dabei bis 40 Grad an, also ein ziemlich hohes Fieber. Danach kann man noch eine Trockenpackung machen, weitere 2 Stunden und das Ganze abgießen. Es ist eine sehr anstrengende Anwendung und diese darf man natürlich nur ausführen unter Aufsicht, denn ein Kreislaufkollaps oder anderes ist nicht auszuschließen. Schlenzbad wird heute angewendet, zum Beispiel bei rheumatischen Krankheiten, bei Hautkrankheiten, auch bei Frauenleiden, bei Entzündungen. Schlenzbad kann hilfreich sein bei Stoffwechselkrankheiten, bei Infektionen und auch bei Krebs. Man sollte natürlich eben vorsichtig sein, dass man nicht zu intensiv das macht. Es gibt auch Variationen des Schlenzbads. Zum Beispiel kann man auch 30 Minuten sich erwärmen und das ist auch eine Art Schlenzbad. Das kann man auch für sich selbst machen und mit dem Kind. Man kann auch Fieberthermometer verwenden. Man kann auch einfach ein warmes Wasser nehmen. Im Normalfall intensives Schlenzbad braucht man jemanden, der dabei ist. Man kann aber allgemein auch sagen, man kann bei beginnender Erkältung könnte man erst einen Lindenblütentee trinken, vielleicht dort etwas Ingwer und Cayennepfeffer und Zitronensaft hineingeben, davon einen halben bis einen Liter trinken und danach legt man sich 20 Minuten in warmes Wasser, das so warm ist, dass es wirklich einen erwärmt. Und wenn du das eben nur auf 20 Minuten beschränkst, dann und nicht zu warm wirst, sondern so, dass es zwar warm ist, aber nicht unangenehm und du keine Kreislaufschwierigkeiten hast, kannst du auch so
ein variiertes Überwärmungsbad haben, das sich am Schlenzbad orientiert. Auf eine gewisse Weise ist auch ein warmes Moorbad ein Überwärmungsbad, was du ja typischerweise auch unter Überwachung machst. Also Erwärmung des Körpers und Erhitzung des Körpers kann bei vielen Beschwerden hilfreich sein. Und so ist Schlenzbad eine der vielen Formen von Überwärmungsbad, was dem Menschen hilfreich sein kann.